Hallo Freunde, heute geht es nochmal um das Thema Finanzkrise. Und zwar, was jetzt in den Medien da gerade los ist, dass jetzt ein neues Gesetz kommen soll, dass die Rechtsanwälte keine Einsicht mehr in die Akten haben von den Banken, erschreckt mich doch schon sehr, aber dann frage ich mich langsam, was haben die da zu verschleiern? 500 Milliarden hat die Bayern LB ja schon in den Sand gesetzt oder die sind halt schon verschwunden. Und dann frage ich mich, wie lange soll der Bürger eigentlich noch bluten? Wenn die Industrie, seitdem ich denken kann, hat die Industrie Gewinne erwirtschaftet. Und kaum haben die weniger Millionen oder Milliarden verdient, wurden Leute rausgeschmissen. Jetzt sollen diese Leute, die Steuerzahler, der Industrie Milliarden geben. Ich frage mich langsam, warum verkaufen die bitte nicht ihre Immobilien, beleihen ihre Wertgegenstände, bevor der Staat überhaupt mit irgendwelchen Bürgschaften bzw. Bargeld rausrückt. Wenn man heute guckt, der 3.000 Euro verdient, hat, wenn er Glück hat, 700 Euro Rente. Wer bitte verdient in Deutschland 3.000 Euro? Es sind zwar schon ein Haufen bei, aber es gibt eine ganze Menge, die sind unter diesen 3.000. Und selbst der, der die 3.000 hat, ist mit 700 Euro ein armer, armer Mann, wenn der Rentner ist. Letztes Jahr kostet ein Altenheimplatz 2.400 Euro und der war nicht allererste Sahne. So, wenn ich jetzt dann hochrechne, in 25, 30 Jahren, was man dann bezahlen muss und ich habe nur 700 Euro, dann erschrecke ich mich schon und habe auch wirklich ein bisschen Panik. Ich möchte menschenwürdig alt werden. Und wenn ich dann höre, ja, der Bürger muss entlastet werden, wir geben dem 2%. 2% ist ein Witz. Wenn ich immer höre, ja, die Renten werden erhöht um 0,5%, dann frage ich mich, sag mal, seid ihr... Das bringt uns alle gar nichts. Das nächste ist die Energieerhöhungen. Wie dreist sind denn die Gaswerke, dass die jetzt im Frühjahr, wo die Heizsaison dann vorbei ist, das Gas wieder billiger macht? Das ist eine völlige Unverschämtheit, Unverfrorenheit. Und da muss man langsam den Riegel vorschieben. Und ich bin der Meinung, das muss langsam verstaatlicht werden. Ich bin jetzt hier nicht der Linke, der irgendwie da was beschönigen will. Nur ich bin menschlich. Und wir müssen mal die ganze Sache menschlich betrachten. Es bringt uns nichts, wenn Bürger, die arbeiten, arm sind danach als Rentner. Das geht mal gar nicht. Unsere Opas, ihre Eltern haben gekämpft, sind auf die Straße gegangen, haben gekämpft für sozialpolitische Arbeit, dass man davon leben kann und dann existieren kann. Das gibt es schon länger nicht mehr. Dann frage ich mich dauernd, was wählt ihr? Ich meine jetzt nicht ich jetzt. Also was wählen die meisten denn immer noch? Die SPD, die CDU, die Grünen und die FDP? Ich meine jetzt mal ohne Schmarrn, den haben wir so zu verdanken. Und alle, die nicht wählen gehen, sind auch schuld, dass es langsam hier so abgeht. Wählt lieber die Gänseblümchenpartei, die Alkoholikerpartei oder wählt irgendwen, Hauptsache die haben 5% und es sind so viel wie möglich da drin, in der Partei, in dem Parlament. Und wir sollten langsam mal ein bisschen auf die Straße gehen und mal ein bisschen aufmerksam machen, dass es so nicht mehr geht. Wir, die Bürger. Es kann nicht sein, dass die Milliarden, alle kriegen sie Milliarden in den Arsch geblasen, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber die kriegen Milliarden in den Hintern geblasen, haben aber Werte, die müssen sie erstmal verkaufen, beleihen. Der kleine Bäcker und Metzger, der um die Ecke pleite geht, der kriegt ja auch nicht irgendwelche Subventionen von Millionen. Den lassen sie genauso fallen. Und wenn die Wirtschaftszweig sich nicht mehr rentiert und der pleite ist, dann sind die pleite. Punkt aus, Amen, Ende. Was kommt denn der Staat her und bläst da Milliarden rein? Und ich finde, wenn, dann wäre die ganze Geschichte, dieses Rettungspaket, auch eine Volksabstimmung wert gewesen, weil schließlich wir das ja länger noch bezahlen müssen. Und ich sehe langsam Handlungsbedarf, es geht um unsere Rente, es geht um unsere Alterssicherung. Und jemand, der keine 3.000 Euro verdient, und 3.000 Euro ist auch nicht die Welt, kann sich auch nicht so viel weglegen, dass er im Alter dann keine Ahnung, was für ein Luxus kommt. Wenn ich im Alter 2.400 Euro brauche und ich aber nur auf 700 komme, wie soll ich denn das aufstocken?
privat, die dann auch pleite gehen. Den Fall hatten wir ja auch gerade. Da ist ja so ein, naja, ich will jetzt keinen Namen sagen, auf jeden Fall so ein Investor, der hat, wenn jetzt die ersten Rentner fällig gewesen sind, zwar nur 70 Stück, aber die 70 wurden komplett gebrannt um ihre kompletten Spareinlagen und es sind nur 5 Millionen. Ich sage jetzt mal nur 5 Millionen, es ist schon schlimm genug, dass sie geprellt worden sind. Und der Chef dieser Firma hat ein Privatvermögen von genau 5 Millionen. Dann frage ich mich langsam wirklich, wo sind denn wir hier eigentlich, dass Bürger, die eingezahlt haben in irgendwelche Fonds, dann plötzlich 5 Millionen weg sind und der Geschäftsführer besitzt genau den Betrag von 5 Millionen Guthaben auf seinem Konto. Dann macht euch mal alle mal schön Gedanken drüber und macht mal ein bisschen Druck alle miteinander. Dann können wir auch noch im Alter lachen. In dem Sinn, viel Spaß.